Ja, Leute, wir schon wieder. Und wir sind hier am, ich muss das mal ablesen, am Me Pha Luang Art and Culture Park in Chiang Rai. Sind wieder unterwegs. Gibt auch hier einen Café, Coffee Time. Und wir werden mal losmarschieren. Eine Blütenpracht, da wir beide Pflanzen mögen. Ideal. Die Jungs sind mit Brückenbau beschäftigt. Da klettern die Kakteen bis ans Ende des Baumstamms. Kurz etwas in eigener Sache. Es kam leichte Kritik auf, weil ich mich weigere, Verlangpreise zu zahlen. Ich bin zu lange in Thailand, um sowas mitzumachen. Ich finde das diskriminierend und ich habe kein Problem damit, wie gestern auch, bei den Karen 200 Baht Eintritt zu zahlen, wenn die Thais den Eintritt auch zahlen. Auch hier in dem Park, die Thais zahlen normalerweise 100 Baht. Für Ausländer 200 Baht. Ich reduzierte den Preis wieder auf 100 Baht. Es wurde sogar von oben angeordnet, dass der Thai-Führerschein wieder als Ausweis zählt für die Expats hier in Thailand und dass die zum Thai-Eintrittspreis überall hereinkommen. Das hat sich leider noch nicht überall herumgesprochen. Deswegen zahle ich keine Verlangpreise mehr. Das war mal wieder genug Geschwafel von mir. Schauen wir uns lieber die herrliche Natur an. Doch mal Hom Mai. Hom? Die Blüten riechen gut, sagt Koi. Jede Menge Moskitos hier. Der alte Sidewalk und der neue Sidewalk.
stabile Dachkonstruktion. Sehr gut. Wir spazieren und spazieren. Café sollte etwa 150 Meter entfernt sein, aber bisher fanden wir nichts. Café gefunden. Gleichzeitig ein Souvenirladen. Das dürfte diesmal echtes Silber sein. Oh, Krawatten. Und da läuft der Kaffee durch. Bin froh, wenn ich mich mal eine Minute hinsetzen kann. Da kommen einige Meter zusammen. Da ist der nächste. Und Kaffee. Ich glaube, wenn man wirklich alles sehen möchte hier, braucht man mindestens einen halben Tag. Das ist so groß, also die 100 Baht ist es auf jeden Fall dreimal wert.
Alles wird hier wirklich in Stand gehalten, ausgebessert. Und auch hier die Leute sehr hilfsbereit und freundlich. Die halfen mir dabei, GPS-Daten zu finden zu unserem nächsten Ziel. Die Natur schlägt so manche Kapriolen. Uralte Langboote. Es ist wirklich schade um solche Einrichtungen. Auch hier sind wir wieder die einzigen Besucher. Kein Mensch unterwegs. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv. Bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.